ist er ja da drin. Das wäre dann zwar nicht Nordwesten, aber... Ah, hier geht's zu Tushu. Okay. Was ist das da für eine Höhle? Gut, gucke ich mal, ob ich ihn hier finde. Ja, da ist er doch, oder? Oh, nee, da ist er nicht. Das sind Goblins, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wo kommen die denn jetzt her? Wollen die mich verarschen oder was? Jetzt, die haben sich dahin teleportiert, das ist ja Wahnsinn. Da kommen die ganzen Goblins jetzt auf einmal her. So, gut, dann mache ich sie eben platt. Das ist toll, jetzt konnte ich dem gar nicht ausweichen. Weil hier zu viele Goblins stehen. Na super. Dann mache ich zuerst hier diesen Fernkämpferblatt. So. Wie viele fehlen noch? Wow, wow, wow. Ah, das ist total bescheuert. Da kann man gar nicht ausweichen. Na, schlag doch. Meine Fresse, ey. So. Oh, Mann. Reicht mir aber hier. Ich kann den ihren Schlägen gar nicht ausweichen, ey. So. Puh, das war bescheuert. Da habe ich mich jetzt mal ziemlich dumm dran gestellt. Naja. So, hier ist der Typ also nicht. Dann gehe ich jetzt auch mal in den Nordwesten des Waldes. Also muss ich hier lang. Gut. Da muss ich vielleicht noch nicht mal selbst gegen RH kämpfen, sondern kann hier Irik gegen ihn kämpfen lassen. Aber jetzt muss ich den erstmal finden. Also im Nordwesten bin ich auf jeden Fall schon mal. Aber wo könnte der hier sein? Hier ist überall weit und breit nichts. Ah, hier sind Ripper. Gute alte Ripper, gibt's die auch noch. Gab es ja in Gothic 3 auch Ripper, die haben da allerdings irgendwie anders ausgesehen. Die Ripper hier sind ja eigentlich nur Wildschweine. Ja, egal. Wow, Mann, ey. Die, wenn die immer angelaufen kommen. Ja, ja, während des Kampfes, bla bla bla. Der Kampf ist vorbei, Kollege. So. Gut. Mache ich mich mal weiter auf die Suche nach Irik. Ich habe immer Erik verstanden. Aber Irik hat er gesagt. Naja. Wo ist denn der? Jetzt bin ich doch schon gar nicht mehr im... Es ist doch viel zu weit schon, oder? Hier liegen noch Wildschweine. Was haben wir hier? Da geht's noch hoch. Vielleicht ist er hier ganz oben. Unwahrscheinlich, aber möglich. Nee. Hier ist er schon mal nicht. Ich glaube, ich bin hier auch schon viel zu weit. Also, das ist ja jetzt doch schon relativ weit weg von der Hütte. Hier sind zwei Ogerblätter. Ich kann auch nichts entdecken. Weder eine Höhle noch irgendein Häuschen. Man weiß ja nicht, ob der sich einfach so... Da hinten ist doch eine Truhe, oder? Ja, tatsächlich. Ich glaube ja nicht, dass der einfach so irgendwo in der Gegend rumsteht. Dieser... Ulumulu. Ein Ulumulu-Ring. Okay.
Den legen wir doch gleich mal an. Der ist sogar noch besser als mein Ring. Ein Abenteurer aus Kurinis hat einst versucht, Frieden mit dem Knochenbrecherstamm zu schließen. Er wurde erschlagen, verspeist und zu Schmuck verarbeitet, der nach seinen letzten panischen Schreien benannt wurde. Aha, okay. Ja. Wo ist Irek? Nee, der ist hier nicht. Ich bin ja jetzt schon gar nicht mehr im Nordwesten des Waldes. Ist der wirklich im Nordwesten des Waldes? Im nordwestlichen Teil des Waldes. Ja. Okay. Ah, hier ist doch noch ein bisschen was. Ist er hier vielleicht? Hier ist doch so eine. Nee. So eine Ausbuchtung. Aber da war er auch nicht. Gut, suchen wir also weiter nach Irek. Wo könnte der sein? Vielleicht ist er doch in dieser Goblin-Höhle. Soll ich mir die Goblin-Höhle vielleicht mal genauer anschauen? Naja, ich renne jetzt erstmal wieder hier zurück. Ist der hier irgendwo? Naja. Ja, es wäre irgendwie komisch, wenn der einfach so mitten in der Wildnis da rumsteht. Es ist wohl wahrscheinlicher, dass er in einer Höhle ist oder so. Und da hinten war eben eine Höhle. Das ist zwar nicht der nordwestliche Teil des Waldes, aber ich gehe jetzt einfach mal zu dieser Höhle und räuchere die mal aus und dann sehen wir danach weiter. Sprint. Oder hängt der hier irgendwo rum? Dieser Irek. Nee. Ah, kann ich die mal noch gerade. Kann ich dem mal noch gerade ihr Zeug abnehmen? Hier ist noch einer. Hier noch einer. So. Und jetzt gehen wir rein. Diese Goblin-Höhle. Hier ist er schon mal nicht. Ich glaube auch ehrlich gesagt kaum, dass er hier ist. Weil am Anfang ja. Ja, und hier sind wieder Goblins. So. Gut. Die wären. Der, also zumindest mal der Schamane, wer damit besiegt. Die machen mir jetzt auch mal nicht so viel Schaden wie die letzten. Na, jetzt muss ich hier noch ganz bis zu dem hinrollen. So. Jetzt blockt der. Bart. So, jetzt habe ich den mal hier so festgeschlagen. Mit einem aufgeladenen Schlag. Ja, hier noch so eine Ader. Und dann loot ich noch den Schaman. So. Hier geht's weiter. Aber hier sind noch nicht mal Goblins. Ah doch, das sind doch Goblins. Ich glaube, das wären nur so Steinhaufen. Das sind aber Goblins. So. Die mache ich dann jetzt mal. Wow. Das hat er mich auch noch getroffen. Die mache ich dann mal platt. So. Gut, das war's mit diesen Goblins. Weiter geht's. Hoffentlich ist er jetzt hier, sonst habe ich keinen Plan, wo ich suchen sollte. Schattenhäuptling, was sind das für komische Pilze? Naja, egal. Gut, hoffentlich muss ich nachher nicht auch noch für den Typ irgendwelche Sachen sammeln, dass der sein den Skaboos noch brauen kann, sondern Mikro verrutscht, sondern dass der mir den jetzt direkt auch gibt, wenn ich Irek gefunden habe. Und ein langer Gang, wo sich kein einziger Goblin blicken lässt. Und jetzt. Was sind das? Lurker oder was? Ja, es sind Lurker.
Neben Goblins gibt es hier also auch Lurker. Wieso treffe ich nicht?